Die Bundespolizei für Kriminalitätsbekämpfung aus Hamburg führt heute eine Durchsuchungsaktion durch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Verden. Es geht darum, eine europäisch agierende Schleuserorganisation aufzuhellen. Wir haben 28 Wohnungen durchsucht. Insgesamt waren 350 Bundespolizisten im Einsatz. Die Organisation hat bis zu 100 Menschen aus dem Irak und Syrien nach Deutschland geschleust. Die Menschen, die hierher gebracht wurden, das war nicht ganz billig, 5.000 bis 10.000 Euro erfahrungsgemäß ist dafür zu bezahlen. Zwei von ihnen wurden sogar angehalten, sich die Fingerkuppen abschleifen zu lassen, um die Fingerabdrücke hinterher bei den erkennungsdienstlichen Behandlungen nicht abnehmen zu können. Wir sind zeitgleich heute Morgen mit sämtlichen Einsatzkräften in diese 28 Objekte hineingegangen. Ein 35-jähriger Hauptbeschuldigter ist ebenfalls verhaftet worden. Er wird heute noch dem Richter vorgeführt. Wir durchsuchen die Wohnungen, stellen Beweismittel sicher. Dazu gehören insbesondere Computer, Handys, schriftliche Unterlagen. Wir haben bundesweit immer wieder Einsätze. Es ist eine der Hauptaufgaben der Bundespolizei, solche Dinge zu ermitteln. Hier haben wir jetzt fast ein Jahr dran gearbeitet, an diesem Verfahren. Wir sind guter Hoffnung, damit diese Gruppierung aufgelöst zu haben. Die Bundespolizei hat im Rahmen des Banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern heute drei Haftbefehle vollstreckt. Diese mutmaßlichen Haupttäter werden dem Haftrichter vorgeführt, gehen praktisch in Untersuchungshaft.